Wenn ihr sehr einschränkende Bauvorschriften habt und ihr wisst nicht ganz genau, dürft ihr überhaupt ein Schwedenhaus, ein Neuenglandhaus oder ein Farmhaus bei euch in eurem Baugebiet bauen, dann zeige ich euch hier an diesem Beispiel, wo wir live sind, was alles möglich ist, wenn man so einschränkende Baubestimmungen hat. Ich habe euch im letzten Video bereits dieses Haus im Hintergrund hier vorgestellt und da seht ihr auch die Pläne von diesem Haus. Jetzt zeige ich euch mal den weiteren Aufbau, wie das vorangeschritten ist. Und da könnt ihr viele Aufnahmen jetzt sehen. Wir haben das Ganze begleitet. Ich zeige euch das dann auch nochmal, wenn es fertig ist. Also es wird noch einen dritten Teil dieser Serie geben, eventuell sogar noch einen vierten Teil, wenn man sehen, wie es außen gemacht ist. Also letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie schwierig es ist, hier zu bauen. Das ist ein Hang, der hat ungefähr 30 Meter Gefälle, also ein sehr schwerer Hang. Wir haben das Ganze mit einem Teilkeller sind wir gestartet und haben dann anschließend ein Haus an diesen Teilkeller angedockt und damit knappe 50.000 Euro gespart, weil ansonsten hätte man einen Vollkeller haben müssen, den man den man bewohnen müsste in den hinteren Räumen, die keine Fenster haben, wären dann auch die sanitären Objekte oder der Hauswirtschaftsraum und ähnliches. Und oben drüber wäre dann nur ein Bungalow gekommen. Und wir haben jetzt hier ein ganzes Haus daraus gemacht, das die Bauherren gerne im Neuengland-Style wollten. Das war etwas ganz Schwieriges, weil wir haben hier Vorschriften, dass wir über 80 cm Traufvorsprünge haben müssen. Also das heißt, das Dach muss länger sein als 80 cm über die Hauswand. Und durch das man hier in der Region auch eine schwere Schneelast hat, funktioniert das nicht einfach so unproblematisch. Das heißt, ihr seht das an dem Haus, wir haben richtig lange Fetten rausschauen, richtig lange Fetten. Und die halten dann diese Vorsprünge. Das heißt, es ist nicht möglich gewesen, einfach einen Rahmenbinder, also praktisch einfach ein Haus, so wie es ganz normal in Schweden gebaut wird, hierher zu importieren und das Ganze hier zu bauen, sondern wir mussten einige Veränderungen machen, damit es überhaupt möglich ist. Und dann ist natürlich bei diesen Dachvorsprüngen ist fraglich dann, ob man ein leichtes Neuenglandhaus herausbekommt. Ich denke, das würde dann alles wie ein Kompromiss aussehen. Und deswegen haben wir uns bei dem Haus hier entschieden, dass wir das im Farmhaus-Style bauen werden. Das heißt, ich habe die Dächer, die soweit vorstehen, wirken etwas schwerer. Auch die Farbe des Hauses wird etwas dunkler. Ist nicht ein Weiß, sondern geht etwas ins Grünliche hinein. Das werdet ihr sehen, wenn ich das nächste Mal hier bin und euch weiter davon berichte, wie es aussehen wird. Und hier seht ihr das Haus jetzt schon in voller Größe. Es fehlt noch vorne der komplette Balkon. Aber ansonsten könnt ihr schon das ganze Haus genießen. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß und schaut einfach an, wie so ein Haus gebaut wird. Und ich melde mich dann das nächste Mal wieder. Thank you.
Danke, dass ihr bisher dabei geblieben seid und ich hoffe, diese Bilder von der Baustelle haben euch auch inspiriert und ihr habt eine Vorstellung und keine Angst mehr, wenn ihr denkt, dass die Bauvorschriften bei euch etwas kompliziert sind. Wir kriegen aus allem etwas raus. Das ist eine Frage der Kreativität und der Inspiration und der cleveren Gedanken, die man hat. Und natürlich freue ich mich natürlich über eure Fragen und eure Meinung zu dem Video.
in den Kommentaren und in jedem Fall schaut die nächsten zwei von mir für euch empfohlenen Video. Das erste, da seht ihr nochmal den Aufbau der Bodenplatte von diesem Haus. Und natürlich vergesst jetzt nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir ein brandneues Video für euch herausgebracht haben. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt natürlich einen Daumen hoch, dann wird es anderen Zuschauern auch empfohlen. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video.